wünsch mir, ich wär beim Sicherheitsdienst. Sicherheit, Sicherheit, Sicherheitsdienst. Ich wünsch mir, ich wär beim Sicherheitsdienst. Erneute Sternfahrt ins Zentrum von Plauen. Bauern, Handwerker und Bürger im Dialog. Es geht hier um unseren blanken Arsch und nicht um politische Schwachsinnsideen. Bauernsprecher Anthony Robert Lee umjubelt in Plauen. VTV, das Nachrichtenmagazin. VTV, das Nachrichtenmagazin im Vogtland. Die Resolution zur Veränderung des Mittelstands ist auf den Weg gebracht. Um den Umbruch weiter zu untermauern, fuhren Handwerker und Landwirte an den Plauener Albertplatz. Über mehrere Stunden schilderten Gastredner aus Handwerk und Landwirtschaft ihre aktuelle Lebenssituation und Sichtweise. 600 Kilometer Anreise nahm ein besonderer Bauernvertreter in Kauf. Guckt mal bei euch, was ihr an Rente bekommt. Und vergleicht das mal mit dem europäischen Ausland. Nicht irgendwo in Dubai, bei uns im Nachbarn. Wann gehen die in Rente? Das passt doch nicht mehr. Der neueste Vorschlag ist mit bis 69 arbeiten. Ich zahle ja gerne Steuern, wenn sie vernünftig ausgegeben werden, aber nicht mit diesem Schwachsinn, den wir jeden Tag erleben. Ja? Landwirtesprecher Anthony Robert Lee war der umjubelte Hauptredner in Plauen. Der Agrardiesel soll in Frankreich jetzt komplett steuerfrei sein. Und wir reden hier um 21 Cent beim Liter. Und den wollen sie uns auch noch wegnehmen. Machen sie ja auch. Ja? Dann sagen sie ja, wir sind euch ja entgegengekommen. Ich lach mich kaputt. Die Scheiße kommt nur 2 Jahre später, aber die kommt doch trotzdem. Das ist doch total irre. Und dann sagen sie, warte mal, und dann sagen sie uns allen Ernstes, ja, wir sind ja auf euch zugekommen. Die erfinden 2 neue Maßnahmen, die das Fass zum Überlaufen bringen und sagen, okay, dann nehmen wir 1,5 davon weg. Wir sind euch ja entgegengekommen. Wie bescheuert muss denn sein? Ja, und wir brauchen nun mal günstige Energie, damit wir die Arbeitsplätze hier behalten und die Wirtschaft und die Wertschöpfung und die Steuereinnahmen. Wir fallen darauf rein, junge Menschen sind bereit und sagen, ich will keine Kinder mehr haben. Überleg mal, was mit denen passiert ist. Dass man keine Kinder mehr haben will, weil die sagen, Kinder sind das Schlimmste fürs Klima. Das ist das Geisteskrankste, was ich je gehört habe. Da siehst du einfach mal, wie verkommen eine Gesellschaft sein muss, um sowas zu glauben. Das ist geisteskrank, wo wir Geld für ausgeben. Das ist unser hart erarbeitetes Geld. Gleichzeitig hörst du in Corona-Zeiten, nichts funktioniert, Faxgeräte überall, Schulen funktionieren nicht, überall zieht es durch, kein Waschbecken in Schulen. Wo leben wir? Wir bauen überall anders, alles Mögliche an erneuerbaren Energien. Ja, die Leute in Afrika, die wollen keine erneuerbaren Energien, die wollen Bildung haben, die wollen eine Chance haben, was selber zu machen. Es geht erstmal darum, Politik für uns zu machen, für die deutsche Bevölkerung. Und wenn da was über ist, dann geben wir gerne was ab. Den deutlichen Worten schloss sich auch Grimmers Oberbürgermeister an und zeigte Probleme auf. Er sprach in Plauen aber als Privatperson. 90% haben gesagt, sie haben kein Vertrauen mehr in das Wirken der etablierten Parteien. Fast 50%, dass sie das Gefühl haben, dass die Parteien sie betrügen. Und an die Medienvertreter, um eine wohlwollende Presse hier vorzubereiten. 82% haben, glaube ich, gesagt, dass sie den Medien nicht mehr vertrauen. Zum Abschluss der Kundgebung hatte jeder der 1000 Teilnehmer die Möglichkeit, sich an einem offenen Mikro zu äußern. Die Armutsrentner bei mir im Gebiet, ich wohne ja gleich hier, da tun die mit den Flaschen sammeln, können sich nichts leisten. Ich bin selber Rentner. Also es muss langsam mal was passieren und ich rufe sie auf hier am Wohngebiet. Alle Rentner, kommt raus und stellt euch mit hierher. Die Leute, denen geht es in erster Linie nur um ihren Lebensstandard. Und wenn sie den nicht mehr halten können, dann nehmen die auch keine Rücksicht mehr. Dann brüllen die auch nach Systemwechsel. Und nur gemeinsam können wir das schaffen, dass irgendjemand uns vielleicht irgendwann mal zuhört. Real jetzt Herzen, kommentieren oder teilen. Mehr Nachrichten auf vogtland-tv.de. Ich wünsch mir, ich wäre beim Sicherheitsdienst. Es geht den Landwirten um die gemeinsame Sache. Aber warum ist der Protest so vielstimmig? Es zeigt sich, dass diese verschiedenen Verbände, die ja gemeinsam gestartet sind, doch auch inhaltliche und vor allem auch politische Differenzen haben. Das heißt, es gibt zum Beispiel die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, die eher grüne Positionen vertritt, aber auch rechtere Vereinigungen, wie zum Beispiel die Freien Bauern oder LSV, die bis hin zu
rechtspopulistischen und rechtsextremen Positionen vertreten. Sie betonen ja gerade die Gefahr, dass der Protest von rechten Interessen vereinnahmt werden könnte. Woran machen Sie das fest? Ich glaube, wir sprechen nicht mehr über eine Vereinnahmung, jedenfalls nicht nur, sondern wir müssen an dieser Stelle auch darüber sprechen, dass es rechtspopulistische und rechtsextreme Tendenzen auch in der Landwirtschaft gibt. Das zeigen zum Beispiel Personen bei LSV wie Anthony Lee, der in der Vergangenheit durch rechtsextreme bis hin zu rechtspopulistischen Aussagen aufgefallen ist, oder auch andere Verknüpfungen im Rahmen der AfD bzw. anderen Vereinigungen und der Landwirtschaft. Ich wünsche mir, ich wäre beim Sicherheitsdienst. Einsatz gegen Fake News und Verschwörungsmythen intensivieren, indem wir die Vernetzungen der verschiedenen Akteure offenlegen. Wir brauchen weitere konkrete Maßnahmen, wie zum Beispiel eine virtuelle Polizeiwache, sodass jede Bürgerin, jeder Bürger Hass, Hetze, Beleidigungen, Bedrohungen, Antisemitismus bequem und einfach von zu Hause aus, vom Sofa aus anzeigen kann. Wir müssen unsere Sicherheitsbehörden gut ausstatten, damit sie den Fahndungs- und den Ermittlungsdruck auf die rechte Szene erhöhen, dass sie die digitalen Machenschaften noch besser in den Blick nehmen können. Wir sollten darüber diskutieren, ob eine Prüfung eines AfD-Verbots nicht sinnvoll wäre. Auch davor sollten wir uns nicht scheuen. Lassen Sie uns dies gemeinsam angehen. Der Rechtsstaat gibt uns Mittel in die Hand, gegen unsere Demokratiefeinde vorzugehen. Nutzen wir sie bitte auch.